Amerikanische Bürger in den USA wollen Frieden. Über unsere Regierung wird von der Spitzenelite geherrscht, die globale Steuerungen haben. Die globale Elite und Vereinigungen kontrollieren unser politisches System und orchestrieren gemäß ihren Bedürfnissen und den Regeln unter der Tagesordnung der Vereinten Nationen 21 Richtlinien. Vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 kontrollierten Bürger die großen Vereinigungen, die militärischen Handlungen und genossen Frieden und Demokratie. Zurzeit manipuliert das reiche Auslesebundesbankwesen USA Währung und verwendet Washingtoner Gleichstrom als eine Bühne, um Krieg und Verwirrung allgemein zu machen. Große Vereinigungen sind autonome technische Strukturen, Maschinen, die da ihrem dieser innewohnenden Logik folgen. Zurzeit nehmen diese großen korporativen Maschinen das Leben, natürliche Systeme, einschließlich Leute, an einem Ende, und Exkreta toter Müll und Verschwendung, einschließlich abgenutzter Leute, die andere Förderungswährung auf. Diese Maschinen vertreten die amerikanischen Bürger nicht. Diese Maschinen haben keine angeborenen Sitten, um sie davon abzuhalten, unseren zu verführen. Zurzeit nehmen diese großen korporativen Maschinen das Leben, natürliche Systeme, einschließlich Leute, an einem Ende, und Exkreta toter Müll und Verschwendung, einschließlich abgenutzter Leute, die andere Förderungswährung auf. Diese Maschinen vertreten die amerikanischen Bürger nicht. Diese Maschinen haben keine angeborenen Sitten, um sie davon abzuhalten, unseren zu verführen.